Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosurf, dem Eingriff. Hier, Pabbel im Bund und der Couleure. Ich muss mal kurz mal gucken. Ah ja, wir hatten hier angefangen, hier runterzubauen. Buddeln, das heißt buddeln, mal direkterweise hier weiter. Ja, ja, so ist das. Ja, wir wollten ja direkterweise buddeln. Schaufel kaputt. Okay, Schaufel. Ich sehe gerade, wir haben eine ziemliche Menge Material. Wir werden mal Material abladen, dann müssen wir essen und oh Gott. Total unvorbereitet in dieser Folge hinein. Das gibt's doch gar nicht hier. Ja, aber nicht total unvorbereitet. Ich hatte mir für diese Folge ein Thema überlegt, ein Reizthema. Oh, ich hab ein Reizthema. Ja, aber ist nicht so reizend wie Wäsche, also es hat nichts mit Reizwäsche zu tun. Und zwar, das Reizthema betrifft Gänsefüßchen, bekloppte Spiele, Gänsefüßchen. Ja, was gibt es für bekloppte Spiele? Ja, warum? Bekloppte Spiele. Folgendermaßen, es gibt einige Spiele, die geben den Spieler als solches ein Rätsel auf, warum es diese Spiele gibt. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das habe ich jetzt selber mal gespielt. Da kann man einen Blumentopf bepflanzen. Kein Witz, da kann man einen Blumentopf bepflanzen. Und habe ich gerade hier einen Enderman gehört? Nö. Also, da kann man einen Blumentopf bepflanzen und den Pflanzen sozusagen zuschauen, wie diese heranwachsen. Sogenannte Sukkulenten sind erlteltechnisch eine sehr interessante Pflanze. Sehen auch gut aus. Aber wie gesagt, als Spiel, das ist komplett free. Außer es sei denn, man hat es eilig und will sich alle möglichen Saatgut-Dinge holen. Dann muss man pro Saatgut ein paar Cent hinlegen. Wo ich dann überlege, wow, wer kauft da wirklich Saatgut? Ich nicht. Aber, ja, ich schaue dann jeden Tag so mal ein Minütchen rein und guck mal die Pflanzen an. Und das Lustige ist, da läuft auch mal so eine Schnecke lang. Ja? Also, die läuft da so auf diesem Blumentopf so am Rand entlang. Und die ist entweder cute oder man kann sie auch wettmachen. Also nass. Man kann sie anspritzen. Klingt jetzt zwar sehr versaut mit den Anspritzen, aber das wird einfach mit so einem Wasser gemacht. Einfach so ansprühen, fertig, bumm. So werden übrigens auch dann die Sukkulenten dort besprüht. Ja? Also die werden auch angespritzt, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Ja. Tolles Ding, was das für Spiele gibt, ja. Ein anderer Aufreger war ja gewesen, der Goat Simulator oder... Wenn ich an Luzi denke, der hat sich ja aufgeregt, dass ich das überhaupt gekauft habe. Ja, so schöne Brain-Fluff-Games sozusagen. Einfach mal Hirn aus, Goat-Simulator an. Wow, wie viel hier sozusagen von dem Zeug drin ist. Ich werde das mal nicht komplett rausräumen. Nee. Das lassen wir mal schön sein. Vor allen Dingen muss ich mal gucken, dass wir hier eine... Angleichung machen, so ungefähr. Aber hier müssen wir auch noch eine Angleichung machen. Dann sieht das da wieder komisch aus. Und genau das wollte ich ja verhindern. Aber la falsch. So, hier. So, da. Genau. Ja, da passt schon. Ja, ja, so nehmen wir es ja. Ja, so viel dazu. Gar nicht so einfach, hier alles anzugleichen. Da muss ich echt überlegen manchmal. Wo sind welche Schnittpunkte? Wo passt das überein? Und so weiter und so fort. Hoppala! Jetzt sind wir runtergefallen. Yeah. Wir sind runtergefallen. Aber so langsam kommen wir hier dem Ende entgegen. Hier mit diesem komischen Weg. Das heißt, wir kommen so langsam an der Phase 2. Das ist sehr schön. Bin ich am überlegen, was für komische Spiele gab es denn noch? Also Goat Simulator, Truck Simulator, also Simulator-Spiele teilweise sehr extrem sowieso. Truck Simulator, ja. Farm Simulator, ja. Heißt das Farm Simulator oder heißt das anders? Oder hieß das Agrar Simulator oder weiß ich jetzt gerade nicht wirklich genau auswendig. Aber das ist ein Spiel, was ich zum Beispiel nicht habe, das ist mir dann doch, glaube ich, zu seltsam gewesen. Obwohl, ich wollte es doch mal spielen mit Luzi, genau, im Multiplayer. Alleine ist mir zu seltsam gewesen, so rum war das. Da habe ich mir nicht alleine herangetraut.
Aber Luzi wollte sowas nicht spielen. Er hat gesagt, okay, dann spiele ich das auch nicht. Weil das war eher, das wäre so eine Multiplayer-Geschichte gewesen, wo man dann einfach mal so echt Blödsinnstalk dabei nebenbei macht und dann halt alias Bodo der Bauer oder so am Baggerloch der Bodo der Bagger noch sozusagen rumschaufelt und dann die Pflanzen da einbringt oder sowas. Sowas in der Art wäre es gewesen, aber Luzi wollte nicht. Also wenn ihr Farm-Simulator sehen wollt, hättet, müsst ihr euch bei Luzi beschweren. Also an mir wäre es nicht gescheitert. Hätte notfalls sogar dafür noch einen Server sogar gemietet. Naja, so ist das manchmal. So, eine Schaufel. Ja, da ist sie. Buddel, 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 buddel. Wow. Hab ich echt viel gebuddelt heute. Oh. Ja, und jetzt ist nur noch dieser Klumpen hier über. Dieser Klumpen ist noch über. Das heißt, wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Das ist doch sehr schön. Ach, ist das herrlich, dass wir das gleich geschafft haben. Oh, Mann. Kommt das hier langsam so alles weg? Auch der ganze Dreck. Und dann dürfen wir den Bodengrund nochmal angleichen. Das heißt, wir werden da mal die Steine rauskloppen. Eventuell Gravelos, falls vorhanden. Und. Dann kommt Erde rein. Ja, und dann können wir sozusagen direkterweise mit den Baumaßnahmen weiter fortsetzen. Das Ganze wird dann wieder schick. Oh Gott, wird das schick. Aber wir werden sehen. Es juckt noch meine Nase. Oh Gott, noch besser. Oh, wenn die Nase einmal juckt, gibt's Kohle. Nee, schön wär. Bäckerei. Weil meine Nase juckt ja eigentlich jeden Tag. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal juckt die Nase mehr, manchmal juckt die Nase weniger, aber sie juckt eigentlich täglich. Meistens ist man auch sehr unbewusst an der Nase. Das ist so eine unterbewusste Bewegung, die man da macht. Wenn es da jedes Mal Kohle geben würde, dann hätte ich jetzt eher Probleme, die Kohle auszugeben. Ja. Aber ich würde nicht lange dann überlegen, ob ich mir den oder den PC hole oder so. Müsste ich eigentlich sowieso irgendwann mal wieder machen, neuen PC. Weil man merkt bei den ein oder anderen Spielchen, dass doch so langsam die Leistung etwas dünner wird. Ich sag mal zum Beispiel Ark Survival, aber da wird ja sogar selbst bei einem NASA-Rechner die Leistung dünner. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. So, das sind jetzt wirklich die letzten paar Gramm. Wobei ich am Überlegen bin gerade, dass wir den Hügel hier auch wegmachen und dort einen richtigen Aufweg machen. Seht ihr, was ich meine? Ja? Wir machen da einen richtigen Aufweg. Wir machen das ja mal weg. Und machen da einen richtigen Weg hoch. Ja. Ich könnte da sagen, was ihr wollt. Das ist so. So, wir machen das erstmal bis hier weg. Wegbuddeln hier. Hahaha. Eine Schaufel. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das da schön verbinden. Aber ich werde schon eine Lösung finden. Ah, das ist das geringste Problem. Ich finde doch Lösungen. Hallo. Gibt keine Probleme. Es gibt immer nur Lösungsanregungen. Ne? Mal das hier alles schön. Ah, da haben wir das hier noch. Oh, das geht hier noch ein bisschen runter. Ja, dann ist die Schaufel, sag ich. Dann ist die Brücke hier so schön freistehend. Ja? Machen wir die ganze Grütze hier weg. Und dann bauen wir hier so eine Treppe hoch und so. Verstehe schon mal. Also, das wird schon. Und ich denke mal, da drüben mache ich das dann auch nochmal schicker. Naja, kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut. So. Wow. Es sieht doch gleich viel freier aus. Hier, guckt mal. Herrlich.
So, dann haben wir hier direkt ein Ufer hier unten. Da kann man sogar, sagen wir mal, hier vielleicht auch ein Bett unter der Brücke positionieren für den Brückenpenner sozusagen. Ne? Da gibt es ja auch real life so einige. Ist auch nicht immer ein leichtes Leben, ne, unter der Brücke zu schlafen. Na, klingt zwar immer lustig, aber lustig ist es definitiv nicht. Auch wenn ich gerade lustige Musik im Hintergrund habe. Vor allen Dingen im Winter ist das nie lustig. Oh, oder auch wenn es regnet. Oh Mann. So, es wird dunkel. Wir gehen mal in ein Bett hinein und zum Glück haben wir ja Betten in Hülle und Fülle hier überall in der Nähe. Das ist ja das Praktische. Oh, wow. Also da habe ich echt mal Glück, dass ich echt sowas Praktisches habe. Gut. Ja, aber wie gesagt, mit dem Werkzeug bin ich immer noch am Überlegen. Also, das ewige Werkzeug, eine ewige Schaufel, eine ewige Axt und eine ewige Spitzhacke. Das wäre eine echte Überlegung wert. Und ich, vor allen Dingen bin ich auch immer mehr am Überlegen, ob ich hier und da immer mehr Mods aufspielen sollte. Wäre zumindest das eine Überlegung wert. Also, ich wäre, sagen wir mal, nicht abgeneigt. So, rennen wir mal hier rüber. Und dann werden wir erstmal die Erde los. Erde, Erde, Erde. Erstmal ein bisschen Erde loswerden. Ist ja generell nie verkehrt. So, die kommen weg, die Saatkörner. Genau, hier kommt der Sand rein. Dann haben wir eine Spitzhacke. Danke sehr. Brauchen wir noch eine zweite Spitzhacke? Haben wir noch eine zweite Spitzhacke hier? Oder war das wirklich eine einzige Spitzhacke, die wir haben? Gut, wir gucken mal erstmal weit, wie weit wir mit der Spitzhacke hier kommen. Ja, vielleicht werden wir gar nicht so viel brauchen. Ja, sieht doch nach einer Menge aus. Vor allen Dingen habe ich hier auch Gravel, sehe ich. Ja, ja, ich habe Gravelos. Denke mal, wir werden doch den Hügel hier auch wegnehmen. Aber jetzt machen wir ja erstmal die Angleichung hier. Damit wir ein bisschen mal was anderes machen. Gott. Das ist hier doch nochmal einiges. Ja, ja, ja. Wir werden noch Spitzhacken brauchen, liebe Leute. Oh, wie wir Spitzhacken brauchen werden. Eieiei, was brauchen wir Spitzhacken hier? Beine muss ich wieder Erde rausholen, damit wir die Erde hier rein versenken. Obwohl, wir können ja die Erde nehmen, wir gleich da auf der anderen Seite noch wegbuddeln oder so. Ja. Das ist noch so eine Sache für sich. Und dann haben wir hier wirklich nochmal mehr Platz. Das heißt, wir können hier noch ein paar andere Gebäude auch noch mit hinmachen. Wir machen Gebäude hin. Ja, das heißt, das Dorf wird nochmal größer. Und gibt uns nochmal Chancen, ein paar andere verschiedene Gebäude zu machen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier auch nochmal eine spezielle Farm hinmache. Eine Farm, die ich ja noch nie habe. Und zwar eine Kartoffelfarm. Da müssen wir nämlich auch mal gucken, dass ich die auch noch irgendwo hinkalünsel. Wir haben übrigens mittlerweile Level 7, sehe ich gerade. Level 7. Wir hatten Level 52 gehabt, oder waren es 42? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da waren wir ja einmal gestorben. Ist ja auch wieder ein paar Tage her. Da war ich aber ganz schön sauer den Tag. Oh Gott. Ja, was gehe ich auch weg von der Computertastatur und lassen mal einfach so laufen? Nö, 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 nö. Das ist natürlich jetzt eine Lehre. Jetzt werde ich immer dran denken, so nach dem Motto, na, gehe ich lieber offlog, außer vom Server runter oder so. Mhm. Da kann wesentlich nichts passieren. Aber nein, 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 nein. In meiner trottligen Art und Weise. Hm? Gut. Wir werden uns jetzt mal, hoppala, hier ein paar Stickies rausholen. Das werden jetzt einige Spitzhacken.
Naja, einige ist gut. 7 Dinger. Wupp. Ja? Ist jetzt nicht so ultra viel geworden, aber es sind einige. Ja, so ultra viel brauchen wir ja auch nicht jetzt. Die werden reichen. Denke ich, hoffe ich. Gucken wir. Jetzt kloppen wir erstmal hier alle draus. Dann werden wir mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ne? Also auf dieser Höhe zumindest. Tiefer werden wir nicht machen. Erstmal, dass wir das begrünt haben und dann haben wir erstmal einen Überblick. Ja, da wäre natürlich erst eine Diamantspitzhacke geiler. Die würde plopp, 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 plopp wegmachen. Ja, das ist, weil ich rumgeize. Ich weiß ja nicht, wofür ich noch alles Diamanten brauche. Ich könnte mir ja einen Plattenspieler bauen, ne? Da braucht man ja zum Beispiel auch Diamanten, ne? Machen wir so ein schönes Wohnzimmer. Mit einem Plattenspieler. Kennt das überhaupt noch jemand, Plattenspieler? Obwohl, jetzt mittlerweile gibt es auch wieder Schallplatten zu kaufen. Ja? Also so unbekannt ist das ja nicht. Ne? Und die Leute, die DJ sind, die kennen die Dinger sowieso. So, die nehme ich mit, die Kohle. Da gibt es keinen Kompromiss. Die nehme ich mit. Jetzt haben wir Level 8. Oh, wir haben Level 8. Ist ja alle Achtung, dass ich Level 8 habe. Ja. Yeah. Wow. Und da haben wir auch Gravelos. Das heißt, wir werden uns auch gleich die Gravelos rausholen. Boah, wie viel Kohle. Ist das geil. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, und ich habe nicht wirklich Bergbau gemacht. Krieg die Kohle einfach so. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg immer Kohle. Ich kann mir gegen die Kohle fast gar nicht wehren. Hm? Ja. Ach, hier geht's noch weiter mit der Kohle. Dann nimm gar kein Ende mit der Kohle hier, hä? Da. Geht immer noch mit der Kohle hier. So. Jetzt aber. So. Gravelo, Gravelo. Ja, brauchen wir ja auch, Gravelo. Ja, wie gesagt, die brauchen wir ja für die Wege. Ja? Für Wege nehme ich gerne Gravelo auch. Ja, ja. Die Dorfwege dann. Ja? Für die Hauptwege nehme ich Stein. Aber die Dorfwege, die dürfen Gravelo sein. Schön hier alles rausholen, den Gravelos. Ja. Kriege auch ein bisschen Flintstone. Flintstone, ich habe Flintstone. So, Schaufel meine Steine heraus. Ja. Wow. Da ein Material zusammenkommt. Guckt euch das mal an. Ist das herrlich? Ja? Das ist doch mal ein Genuss, oder? Ja, das ist doch. Ja, ja. So. Ja. So muss das sein. Gut, es geht weiter. Halt, falsche Höhe. Doch, die richtige Höhe hier. Doch. Die Höhe muss ich herausziehen. Ich bin gerade irritiert gewesen, bei welcher Höhe ich mich befinde. Und ich sehe gerade, dass ich tierisch überzogen habe. Warum das jetzt dazu kam, weiß ich nicht. Aber ich wünsche euch deshalb, ja, und gerade darum, einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und, in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.